Und ich mache gerade mein Anerkennungsjahr im Jugenddienst in Hameln. Und ich habe in den letzten Wochen gemeinsam mit einigen Jugendlichen und unserem Kirchenkreis Jugendpastor mal wieder einen Spirit-at-Work-Gottesdienst auf die Beine gestellt. Leider nicht in einer Kirche, leider nicht auf dem Finkenborn, wie eigentlich geplant, aber dafür dieses Mal wieder digital. Denn diese besonderen Zeiten erfordern von uns allen eben auch besondere Formate. Und wir haben einfach mal geschaut, wie machen wir als evangelische Jugend gemeinsam das Beste aus der Situation? Und wir sind zwar alle an unterschiedlichen Orten, aber trotzdem sind wir verbunden. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch allen bedanken, die mitgemacht haben. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem Spirit at Work Jugendgottesdienst. Wir haben extra für euch was vorbereitet in dieser besonderen Zeit. Wir, das sind einige Jugendliche und junge Erwachsene aus der evangelischen Jugend Hameln-Pyrmont. Und wir haben uns überlegt, was uns denn die letzten Wochen so beschäftigt hat und wollten das jetzt mit euch ein wenig teilen. Die letzten Wochen waren ja doch sehr davon geprägt, dass man viel zu Hause war. Aber nicht nur, dass man viel zu Hause war, man hat trotzdem irgendwie ganz viele Sachen erlebt, die sonst eigentlich nicht so im Alltag auftauchen. Wer uns als evangelische Jugend Hameln-Pyrmont öfter mal verfolgt hat, hat uns häufig vielleicht auch im Stream abends gesehen. Und so haben wir an vielen Stellen versucht, das Beste draus zu machen. Und davon soll unser Gottesdienst heute handeln. Das Beste aus der Situation machen, sich gegenseitig Hoffnung schenken, kleine Aktionen für unsere Mitmenschen. Straßensegen auf die Straße malen. Für meine Nachbarn einkaufen. Mit den Freunden in der Ferne per Online-Konferenz Spiele spielen. Gemeinsame Dinge tun, auch wenn wir an unterschiedlichen Orten sind. Hoffnung schenken, Freude teilen und sich darauf freuen, wenn die Welt wieder aufmacht. All das wollen wir in diesem Spirit mit euch erleben. Wir feiern diesen Gottesdienst für euch und mit euch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr uns zuhört. Wir sind zusammen im Namen Gottes. Im Namen Gottes, der uns das Leben schenkt. Im Namen Jesu Christi, Bruder an unserer Seite. Und im Namen des Heiligen Geistes, Hoffnungsfunke in unserem Herzen. Lasst uns beten. Gott, komm zu uns. Sei uns ein Wegweiser durch diese Zeit. Mehr als sonst spüren wir, wie ungewiss die Zukunft. Wissen nicht, welche Hindernisse wir noch überwinden müssen. Welche Herausforderungen auf uns als Gäste dieser Erde noch zukommen. Aber wir hoffen. Hoffen, du bist bei uns. Hoffen, dass diese Welt für alle Menschen ein guter Ort wird. Hoffen, dass es Jungen und Alten gelingt, sich auch in diesen Zeiten miteinander auszutauschen, voneinander zu lernen und einander wertzuschätzen. Hoffen, dass jeder und jede ihren Platz in der Gesellschaft findet und dort zurechtkommt. Hoffen für die, die einen Menschen in ihrem Leben verloren haben. Lass sie den Schmerz überwinden und denen helfen, die nicht darüber hinwegkommen. Guter Gott, lass uns das Beste machen aus dem, was jetzt ist. Danke, dass wir jeden Tag aufs Neue die Chance dazu bekommen. Amen. Die jetzige Situation ist etwas, was wir so noch nie erlebt haben. Es ist eine Situation, in der wir uns noch nicht vorstellen können, was für ein Ende sie nehmen wird oder ob sie überhaupt ein gutes Ende nehmen kann. Sowas ist immer doof. Wer hat schon gern das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, eine Situation nicht überblicken zu können oder, so wie jetzt, die Kontrolle in die Hände der Regierung zu geben? Wir sind hilflos. Diese Gefühle können wir nicht verhindern, auch wenn wir es noch so oft versuchen. Vielleicht ist es aber viel entscheidender, wie du damit umgehst. Euch noch ein kleines Video mitgebracht, in dem auch Leute das Beste aus der Situation machen. Sie singen zusammen das Lied Jesus in My House von und mit Judy Bailey. Und dieses Lied kennt ihr bestimmt aus einem oder anderen Gottesdiensten, bei denen ihr teilgenommen habt.
In dem Video werdet ihr mit Sicherheit auch eine Person erkennen, die ihr ziemlich gut kennt. Also haltet die Augen offen und singt gerne mit. Okay, here we go. Jesus in my house. Wie geht es euch? Was sind eure Sorgen? Wie geht es euch in diesem Augenblick? Gerade in dieser komischen Zeit? Vergessen wir mal einen Moment die Sorge, nicht genug Nudeln, Mehl oder Toilettenpapier abzubekommen. Vielleicht sorgen sich manche um ihre Großeltern, die möglicherweise zu einer Risikogruppe gehören. Andere sorgen sich um ihren Abschluss in der Schule, der jetzt unter schwierigen Bedingungen absolviert werden muss. Wieder andere fragen sich, wie in Zukunft Jugendarbeit weitergeführt werden kann.
Wie ist das weitere Vorgehen bezüglich der Sommerfreizeiten und der Gruppenleiterkurse? Wie lässt sich das Programm neu gestalten? Lasst uns auch an die Südafrikanerinnen und Südafrikaner aus dem Partnerkirchenkreis Kalahari denken. Vor allem diese durchleben gerade eine sehr schwierige Zeit. Dort haben viele nicht die finanziellen Mittel, medizinisch versorgt zu werden. Dies hat ja, wie ihr sicher mitbekommen habt, Peggy auch per Video weitergetragen, indem sie um Spenden zur Unterstützung gebeten hat. Und was ist mit den Familien, in denen Eltern Arbeitslosigkeit droht und sie sich alle unter den Ausgangsbeschränkungen jetzt zu Hause total unter Stress fühlen? Ja, es gibt jede Menge gute Gründe, sich Sorgen zu machen, und die aktuelle Lage könnte einen das Fürchten lehren. Verzicht ist etwas, das uns allen in diesen Tagen begegnet. Aber auch Zweifel, Ängste, Verluste, Unzufriedenheit und die Ungewissheit, wie es weitergehen kann. All das ist etwas, das wir nicht vergessen können und wollen. Diese Zeiten machen uns Angst. Aber es gibt auch die Hoffnung, die uns in diesen Tagen trägt. Im Neuen Testament, im 2. Timotheusbrief, schreibt Paulus an seinen Schüler: Du bist ein gesegneter Mensch. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Bibelvers kann für uns alle ein Wegweiser in dieser besonderen Zeit sein. Wir müssen uns nicht an dem orientieren, was uns Angst macht. Wir können nach vorne blicken mit der Gewissheit, dass Gott uns stärkt. Wir können nach vorne blicken und darauf vertrauen, wieder viel Zeit mit geliebten Menschen verbringen zu können. Und wenn wir dies tun, wenn wir den Blick auf eine Zeit nach den Einschränkungen, nach diesem Corona-Virus werfen, wissen wir, dass wir dort nur gemeinsam ankommen. Und auf diesem Weg dorthin begleitet uns Gott. Lasst uns einander zuhören, auf das achten, was zwischen den Zeilen in einer Nachricht steht. Kontakt halten, über den Abstand hinweg. Gott schenkt uns eine Kraft, offen zu sein und durchzuhalten, auch in schwierigen Zeiten wie diesen. Nicht alles geht glatt, mein Paulus. So ungewiss die Zukunft, es gibt doch Gott, eine größere Kraft über uns, um uns herum, die uns begleitet und trägt. Heute ist die Welt verbunden. Verbunden durch eine Krankheit, die besiegt werden muss. In jedem Land kämpfen Menschen gemeinsam gegen die Corona-Krise, manchmal über Ländergrenzen hinweg, manchmal mit Grenzen, an deren Offenheit wir uns eigentlich schon gewöhnt haben. Wir können nur hoffen, dass wir alle zusammen diese Krise bewältigen und dabei nicht vergessen, auf unsere Nächsten zu schauen. Wenn wir uns hier in Deutschland umsehen, geht es uns im Verhältnis recht gut. Schauen wir nach Italien oder Spanien oder in die USA, sieht es schon ganz anders aus. Aber schauen wir weiter, wir als Europäer, schauen wir zum Beispiel unseren Partnerkirchenkreis, den Kirchenkreis Kalahari in Südafrika. Oder schauen wir in die Flüchtlingslager rund um das Mittelmeer. Oder an andere Orte auf der Welt, an denen Menschen in tiefster Armut leben. Hier gibt es keine gute medizinische Versorgung. Manchmal gibt es nicht mal fließendes Wasser. Dazu finden sich schon seit ein paar Wochen viele Berichte unter dem Hashtag Leave No One Behind. Bei all unseren Einschränkungen, vielleicht bestehenden Ängsten, sollten wir nicht diejenigen vergessen, die von dieser weltweiten Krise am stärksten betroffen sind. In den letzten Wochen sind viele neue Projekte entstanden, um sich gegenseitig zu helfen. Konfirmanden, die für andere Kirchenmitglieder einkaufen gehen, Straßensegen vor der Kirche zum Mitnehmen oder Obdachlose, die in Jugendherbergen eine Unterkunft gefunden haben. Aber auch kleine neue Dinge sind entstanden, um das Beste aus der Situation zu machen. Hobbys, für die ich lange keine Zeit hatte, habe ich wieder neu für mich entdeckt. Wir alle haben einen Weg gefunden, mit all dem umzugehen. Ich persönlich denke an Videokonferenzen, in denen wir stundenlang gespielt und gelacht haben. Alle an anderen Orten, und doch sind wir miteinander verbunden. Diese Momente geben Kraft, Mut und Hoffnung auf die Zeit danach. Denn auch
Wenn die Situation manchmal aussichtslos erscheint, ermöglicht uns die Hoffnung, schwere Dinge oft leichter zu sehen. Das verändert zwar nicht von alleine die Realität, aber der eigene Zugang zu dieser Situation, mein eigenes Gleichgewicht, wird dadurch ins Positive verschoben. Diese Auswirkung der Hoffnung verändert uns und verändert die Situation. Durch die Hoffnung werden wir kreativ und finden neue Wege, entdecken ungeahnte Kräfte. Silbermond hat einen Song geschrieben über die Zeit, die uns momentan alle so sehr bewegt. Er heißt »Machen wir das Beste draus«. Im Text heißt es, auch wenn alles um uns herum wackelt und es Abstand braucht, rücken wir die Herzen eng zusammen. Machen wir das Beste draus. Zudem hat die Landeskirche eine Kampagne ins Leben gerufen unter dem Motto »Gib der Hoffnung dein Gesicht«. Deshalb haben wir euch gefragt, wie ihr das Beste aus der Situation macht, was euch Mut, Kraft und Hoffnung gibt. Oder was einfach mal die Langeweile vertreibt. Wir wollen zusammenrücken in dieser Zeit und uns die Hände reichen. Es wird eine Zeit geben, in der wir uns wiedersehen. Und bis dahin bleiben wir verbunden. Seh vor meinem Fenster den März durch Geisterstraßen ziehen. Was soll man machen? Der Frühling muss halt ohne uns blühen. Und ich denk grad an letztes Jahr. Du und ich auf der Bank im Park. Bier kalt, der Kuss war warm. Auch wenn um uns gerade alles wackelt und es Abstand braucht, rücken wir die Herzen eng zusammen. Machen wir das Beste draus. Ein Danke an alle, die grad schuften gegen den Tod. Und ich vermiss mal. Alles so schön hell und meine Uhr tickt nicht so schnell. Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar. Mag selbst den Typ im Spiegel da. An guten Tagen steh ich einfach nie im Stau und meine Zweifel machen blau. Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht und vielleicht läufst du mir über den Weg.
an guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn, doch nie zurück. An guten Tagen ist unser Lachen echt und alle Fragen weg, auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist. An guten Tagen strahlen die Straßen nur für uns. Grauer Beton wird plötzlich bunt. Die beste Bar rollt uns den roten Teppich aus. Ey, gestern flogen wir noch raus. An guten Tagen pumpt das Herz wie frisch verliebt. Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt. Doch umso schöner ist mit euch in meinen Armen. 100 Leben an einem Tag. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn, doch nie zurück. An guten Tagen ist unser Lachen echt und alle Fragen weg, auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist. Und weil ich weiß, dass meine Sonne Pausen braucht und sich dann irgendwo versteckt, mach ich ein Foto, denn das Licht ist grad so schön, damit ich auch an schwarzen Tagen die Helle nicht vergesse. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. An guten Tagen. Und wieder die Hände davor. Fürbitte halten. Für uns und für andere. Fürbitte halten heißt, dass wir uns bewusst darüber werden, wo wir Hilfe nötig haben und wo wir für unsere Mitmenschen eine Hilfe sein können. Lieber Gott, du bist ein Freund, der an unserer Seite steht. Immer da. Du trägst uns durch die schwierige Zeit und gibst uns deinen Segen. Dafür danken wir dir. Wir bitten für diejenigen, die sich zu diesen Zeiten von Corona einsam zu Hause fühlen. Gib ihnen eine Begleitung und lass sie das Gefühl von Geborgenheit spüren. Wir bitten für die Südafrikanerinnen und Südafrikaner aus dem Kirchenkreis Kalahari, denen die Existenzgrundlage wegbricht und die sich ärztliche Versorgung häufig nicht leisten können. Mögen diese Unterstützung und ausreichend Hilfe bekommen. Wir bitten für Ärztinnen und Ärzte, für Pflegerinnen und Pfleger und für all die, die im Gesundheitswesen gegen Corona kämpfen. Schenke ihnen Kraft, damit sie diese Besonderheiten dieser Zeit überstehen können. Gib auch denen Kraft, die Angehörige durch Corona verloren haben
und sich von denen nicht so verabschieden konnten, wie sie es vielleicht gewollt hätten. Lasst uns neben der uns momentan stetig begleitenden Corona-Krise auch mit offenen Augen durch die Welt gehen und andere Herausforderungen nicht vergessen. Wir bringen vor dich die Menschen in Not, diejenigen, die ihre Heimat aufgrund von Krieg und Hungersnöten verlassen müssen, die von ihrem Zuhause vertrieben werden und in Flüchtlingslagern unterkommen. Lass sie ein neues Zuhause finden, wo sie unversehrt in Frieden leben können. Vor der Corona-Krise gab es viele Debatten über Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Lass uns diesen Weg weitergehen und hilf uns, die Bewahrung der Schöpfung nicht aus den Augen zu verlieren. Amen. Es ist die Hoffnung, die uns trägt, jeden Tag. Es ist die Zuversicht, die uns führt, jeden Tag. Es ist die Liebe, die uns bewegt, jeden Tag. Es ist die Freude, die uns hält, jeden Tag. Es ist die Besonnenheit, die uns voranbringt, jeden Tag. Es ist der Glaube, der uns leitet, jeden Tag. Wir sind für euch da, jeden Tag. Lasst uns zusammen beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Möge Gott dir immer gewähren Sonnenstrahlen, die dich erwärmen, Mondlicht, das dich verzaubert, eine Melodie, die dein Leben begleitet, einen Engel, der dich vor Schaden bewahrt, Lachen, das dich erfreut, treue Freunde, die in deiner Nähe sind und wann immer du betest, dass der Himmel dich hört. So bewahre euch der Herr in Jesus Christus. Amen. Ja, ihr Lieben, das war er, unser Spirit at Work Online-Gottesdienst. Wir möchten uns nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so viele coole Videos gedreht habt und uns gezeigt habt, wie ihr das Beste aus der Situation macht. Und wir hoffen natürlich, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen können bei irgendeiner Veranstaltung und wieder gemeinsam das Beste aus der Situation zu machen. Bleibt gesund oder werdet es schnell wieder. Und bis ganz, ganz bald. Macht's gut! Silbermond hat einen Song geschrieben über die Zeit, die uns momentan alle so sehr bewegt. Es heißt: Machen wir das Beste draus.